Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Folge 204, glaube. Nein, macht keinen Sinn. 192. 3, 4, 5, 6. Oh, 196. So. Wir sind immer noch bei unserer Tour zu dem Ort, wo wir die eigentliche Tour starten wollen. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, wo der Ort überhaupt ist. Konstanza. Er sagt mir gar nichts. Müsste man, glaube ich, wenn wir... Nee, bei der Map sehen wir es nicht. Hier sind ja die Ländernamen nicht eingetragen. Wo man das sieht, wenn man schon einen Auftrag macht. Hier hat man das, genau, hier hat man jetzt die Ländernamen. Und wir müssen irgendwo hin, hier ist Serbien. Mhm. Serbien oder Bulgarien, eins von den beiden. Zeit zu gehen. So. Dann wollen wir mal das allerletzte Mal ein bisschen Musik anmachen. Schlafen, tanken muss man beides nicht. So. 13 Stunden. Ach ja, hier war ja das, wo wir erstmal in die eine Richtung. Genau. Wir müssen ja in die Richtung hier. Also nicht so, wie uns der Navi machen möchte. So. 8 Stunden. Das klingt schon besser. Das Problem ist, es ist trotzdem A, sehr knapp, und B, müssen wir 6 Stunden schon pennen gehen. Well. Ja, wir müssen mal ein bisschen beeilen. Ach, die Brücke. Ah. Oh, da vorne wird es ganz schön eng. Ah, nee. Der Bus und der LKW da vorne blockieren komplett.
Wie unangenehm. Der Bus auch nicht nach rechts zieht, ey. Müssen wir nach links oder nach rechts oder? Einfach überholt. Du warst ein Opfer. Ist ja aber auch ein Geschlängel hier, Alter. Super viele, super enge Kurven. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh, das ist immer rosa Blumen hier. Voll locker Mond. Und das ist orange. Jawohl. Hat schon was. Biege nach links ab. Ah ja, verdammt. Straße war frei, von daher. Doch wieder rot. Ernsthaft jetzt? Straße frei? Oh, Straße frei. Immer geradeaus. Natürlich muss ausgerechnet in dem Moment Gegenverkehr kommen. Ah, eine Schande, sag ich euch.
Folge sieht auch schon wieder super eng aus. Nee, wird nichts. Aua, aua, aua. Entschuldigung. Dass die Bremsen immer so träge reagieren müssen, ey. Ich meine, ich bin natürlich dankbar, dass nicht jedes Mal, wenn man die S-Taste drückt, die LKW komplett in die Volleisen geht. Aber gerade in dem Moment wäre es gut gewesen, wenn das gemacht hätte. Denn das gerade war ja wirklich fast ein ungebremstes Draufrollen. Wow, die Brücke haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Mensch, wo sind wir überhaupt? Ach, da hinten sind wir. Ah, wir sind aus den Westbalkan-Städten raus. Aber gerade sagen, ich kann mir die Brücke bekannt vorkommen, wenn wir hier noch nie waren, aber wir sind jetzt wieder in bekannten Gebieten hier. Mhm. Net to know. Wieder Gebiete, die wir kennen und lieben. Ey, was ist hier los? Der mit der Drecks-BMW. Die Glasscheibe dort ist aber neu, oder? Oder ist zumindest hart poliert worden. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oh, da vorne kommt das Kreisverkehr. Die sind immer noch nicht in guter. Eieiei. Wir müssen noch schneller fahren. Aber noch schneller als 100. Ja. Ungern. Immer geradeaus. Weil 100 ist so die Geschwindigkeit, mit der man LKW immer noch gut unter Kontrolle hat. Aber alles andere höher als 100, da kannst du dann sehr schnell die Kontrolle verlieren. Hier dürfen wir sogar 100. Eine der wenigen Strecken, ich glaube sogar ist die einzige Strecke, die ich kenne, wo man 100 fahren darf. Wobei, ich weiß gar nicht. Ich glaube, in Spanien oder sowas gibt es auch Strecken, wo man 100 fahren darf. Guck mal, sind die anderen LKWs fahren die 100. Und das, obwohl deren Auflieger bestimmt nicht 100 zugelassen sind. Aber wobei, der hat keine Plaketten hinten drauf. Wow. Hat er da vorne eine Plakette? Ja, er hat eine Plakette.
Ja, eine 80er Plakette. Letzte. Voll cooles Lied, by the way. Und 160k. Ach, Mann, ey. Ich wünschte, wir würden genauso schnell Geld, genauso, ja doch, schnell Geld machen wie eine ATS. Da zieht sich hier definitiv mehr. Bei ATS brauchen wir nur eine Nacht schlafen. Und bumm, haben wir eine halbe Million mehr. Let's go. Achso, der ist hier wieder beim großen Ring, ne? Ja. Hier mal die große Bukarest Ring. Hier ist ja diese wundergeile Maut-Dingsmonster, wo es über das Fluss drüber geht. Sehr schönes Gebiet hier. Aber wir fahren jetzt unten nach Kasachstan. Nee, Konstanza. Komischer Name. Ist das jetzt hier auf irgendwelchen Billo-Straßen? Dürfte beachtlich fahren. Und da, wo wir geschattet haben, dürfte teilweise auf also auf Autobahnen ähnlichen Straßen gerade mal 60. Verkehrte Welt hier. Warum darf man nicht einfach überall 200 fahren? Meint ihr nicht gerade, was mit rechts abbiegen? Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nur diese Ausfahrt.
Oh, mittlerweile sieht es wieder relativ gut aus. Wir sind immer noch etwas im Minus. Also zumindest wenn wir da sein wollen, bevor wir das rote Bett bekommen. Weil das rote Bett bekommen wir immer schon bei nächster Pause in einer Stunde. Das heißt, bis dahin haben wir noch nicht genug Plus. Andererseits ist das eh egal, weil... Ich finde, das sind in dem Moment, wo wir die Lieferung abgeben, vergeht ja eh noch mal ein bisschen Zeit. Das heißt, wir landen sowieso weit im roten Bett. Also... Mit deiner Mutter. Was? Ja, ich würde zumindest froh, dass so bei den mittelneuen Gebieten oder den älteren Gebieten, so wie hier zum Beispiel, das Spiel nicht so extrem stockert wie bei den. Also war hier bei den letzten drei Folgen da in den Westbalkan-Städten. Das war ja Katastrophe, was da, weiß nicht, andauernd jetzt gestockert hat und alle 5 Minuten ein riesiger Stocker kam. Also, naja. Da muss SCS das hier echt noch ein bisschen rumspielen. Oh, wir sind mal hier ein bisschen dran vorbei. Wobei da vorne ist eh wieder ganz schön voll. Können wir eh nicht überholen. Und da auf dem Schallstreifen fahren wäre ein bisschen riskant, weil ich weiß nicht, wie da um die Brücke gebaut ist. So langsam. Oh, jetzt ist noch Regen. Ah, da wird das Schnellfahren wieder sehr gefährlich. Da braucht es noch eine Kamera. Ach, da hinten. Sorry. Für die Wissenschaft. Oh. Züge. Zum Glück vergeht die Zeit, wenn der Motor aus ist, relativ langsam. Also irgendwie sieht der Himmel überhaupt nicht aus wie Regen. Ja, das sind sehr heftige Regenwolken da oben. Wow, holy wackamauli. Na gut. Dann würde ich mal sagen, weiter geht es in der nächsten Folge. Von daher, bis dann.